Herzlich willkommen zur Chronicle Journal Club für diese Woche, meine Damen und Herren. Das Bild aus dem New England Journal of Jesus. Junger Mann. Und die obere Hälfte des Thorax ist behaart und die untere Hälfte nicht. Und uns wird gebeten zu sagen, was das sein könnte. Und in der Auswahl stehen Becker's Nebus, die Hypomelanose von Ito, mongolische Flecken, Neurofibromatose und lentiginöse Nevi. Und lentiginöse Nevi sind nicht, Neurofibromen sind auch nicht, es sind auch keine mongolische Flecken zu sehen. Eine Hypomelanose von Ito ist auch nicht vorhanden und das lässt nur übrig Becker-Nebus. Und das ist auch die richtige Antwort. Nächste Woche werden wir dann mehr darüber erfahren. Becker-Nevi, ziemlich große Verteilung hier, die sind behaart. Umso haariger es ist, meistens umso harmloser ist es und die sind meistens asymptomatisch und brauchen keine weitere Behandlung, außer vielleicht ein Hemd zu tragen. Hier ist die Hypomelanose von Ito und hier hat es zu tun wieder mal mit diesen komischen Blaschko-Linien. Blaschko war ein Dermatologe vom 19. Jahrhundert und die sehen hier so aus und eigentlich es geht um diese Hypopigmentierung und diese Linien folgen den Dermatomen und es geht hier um Mosaizismus. Und das bedeutet, dass die Zellen in diesem Teil und in diesem helleren Teil haben unterschiedliche DNA. Und genau wie das zustande kommt, ist mittlerweile bekannt. Ich verstehe es nicht ganz, aber Sie können da selber drüber nachlesen. Also Blaschko-Linien sind es nicht. Hier sind Beispiele von mongolischen Flecken auf dem hinteren Teil von diesem 6-jährigen Kind. Und die haben eigentlich auch keine Bedeutung. Die liegen in der Dermis und es hat hier zu tun mit Melanozytose, braucht auch keinen Behandlungsbedarf. Manche Völker hier angegeben haben solche Flecken häufiger als andere. Also das war das. Hier sind Neurofibromen und das war ja sicherlich auch leicht auszuschließen. Und hier sind lentiginöse Nevi, sieht so aus wie eine Ansammlung von Sommersprossen und das war eigentlich auch nicht in der Differentialdiagnose. Das erste Thema im New England Journal hat zu tun mit Hautinfektionen. Die werden im englischen Sprachraum als Cellulitis gekennzeichnet. In Deutsch sagt man üblicherweise erysipel. Und angeschlossen wurden in dieser Studie unterschiedliche Hautinfektionen. Hier ist eine Ansammlung gezeigt. Hier ist die Epidermis und die Dermis sind auch involviert. Die sind eigentlich eher Furunkel. Und Ursache war früher eher Streptococcus pyogenes. Heutzutage sind Staphylokokken häufig dafür verantwortlich. Und gerade in den USA sind methicillin-resistente Staphylokokken häufig vertreten, sodass man diese Hauterkrankungen eigentlich nicht mehr mit Beta-Lactam-Antibiotika behandelt. Und in dieser Studie sind hier 500 Leute randomisiert worden zu entweder Clindamycin oder Cotrim für die Behandlung von relativ nicht komplizierten Hautinfektionen. Und manche hatten nur erysipel, manche hatten Abszesse, manche hatten gemischtes Bild. Und diese Leute sind dann randomisiert worden zu diesen beiden therapeutischen Maßnahmen. Und wenn man Flüssigkeit aus diesen Infektionen gewinnen konnte, sind auch Kulturen gemacht. Und wie präzise diese Kulturen sind, ist dahingestellt. Aber was wir hier sehen, ist MRSA war ziemlich häufig unter den Staphylokokken, 40%, bei 40% der Wunden ist Staphylococcus aureus rausgewachsen und ungefähr 75% von denen waren tatsächlich MRSA. So scheint es zu sein, dass Beta-Lactam-Antibiotika sollte man wahrscheinlich jetzt mittlerweile lieber verlassen.
und eine ganze Reihe von anderen Bakterien waren auch vertreten. Und was wir hier sehen, ist mittlerweile sagt man auch im Deutschen Intention to Treat, Absicht zu behandeln. Das sind Patienten, die mindestens eine Tablette geschluckt haben von einem Präparat oder das andere. Und hier sind die Leute, die tatsächlich evaluiert worden sind am Ende der Studie. Und was wir hier sehen, ist die Ansprechrate, Heilrate von diesen beiden therapeutischen Maßnahmen war nicht unterschiedlich. Das heißt, man könnte auf Clindamycin oder Cotrim gleich zurückgreifen und würde dann ein ähnliches Ergebnis erwarten. Das nächste Thema, das ist ein bisschen kompliziert, müssen wir ein bisschen erstmal einleiten. Es geht um ein Zytokin, das Wachstumsfaktor Beta oder TGF-Beta. Und TGF-Beta ist ein ziemlich kompliziertes Zytokin, hat einen Rezeptor natürlich und dann werden weitere Signale geleitet durch eine Reihe von Proteinen, sogenannte SMAD-Proteine. Und TGF-Beta führt zu Entzündungsreaktionen, Fibrose überwiegend, aber hat auch die Eigenschaften, um T-Zellen und Makrophagen zu unterdrücken. Das ist ein ziemlich kompliziertes Zytokin. Und das Krankheitsbild hier, um was es sich hier handelt, ist Morbus Crohn. Das ist eine entzündliche Darmerkrankung, das zu Zikatrisierung und Granulombildung und Darmverschluss führt und Fistelbildung. Und dieses Krankheitsbild hat wahrscheinlich damit zu tun, das Verhältnis zwischen dem Mikrobiom, das heißt die sämtlichen Bakterien im Darm, genetische Eigenschaften des Wirts, ob dieses Krankheitsbild zustande kommt oder nicht, ist relativ häufig. Und eine Eigenschaft, dass man festgestellt hat in dieser Krankheit, ist, dass ein bestimmtes SMAD-Protein, SMAD7, bei Morbus Crohn hochreguliert ist. Jetzt, was sind die SMADs? Und die SMADs sind Proteine, die die Signale von dem TGF-Beta-Rezeptor weiterleiten. Und das Fliegenhomolog von diesen Proteinen ist entdeckt worden in Drosophila und wurde genannt Decapentaplegic. Und Decapentaplegic hat mit der Segmentbildung von der Fliege zu tun. Und das sind Homologen von TGF-Beta-ähnlichen Proteine beim Menschen. Und wo kommt dieses schreckliche Wort, diese schreckliche Abkürzung her? Söhne von Mütter gegen Decapentaplegic. Jetzt, ich kann Ihnen die Geschichte hinter dieser Abkürzung erzählen. Wenn Sie das wissen wollen, können wir ein anderes Mal diskutieren, aber es geht, daher kommt der Name, SMAD. Und wenn wir die Signalisierung von TGF-Beta sehen, dann können wir feststellen, dass zwei SMAD-Proteine, SMAD2 und SMAD3, leiten das Signal weiter zum Kern und führen dann die Auswirkungen von TGF-Beta. Aber SMAD7 ist ein hemmender SMAD, der diesen Rezeptor hemmt. So ist man auf die Idee gekommen, dass das Problem bei Morbus Crohn sein könnte, dass könnte damit zu tun haben, dass TGF-Beta-Signalisierung nicht normal stattfindet und dass deshalb T-Zellen und Makrophagen nicht richtig unterdrückt werden. Das ist der Gedanke dahinter. Und in dieser Studie ist eine Antisense-Therapie durchgeführt worden. Das Präparat heißt Mongersen. Und hier sind so die Vorstellungen. Normalerweise besetzt TGF-Beta seinen Rezeptor, das ist ein Dimer, wie wir hier sehen, dann durch Signalisierung, Phosphorylierung von SMAD 2 und 3 werden dann Signale in Zellkern geleitet, die dann möglicherweise inflammatorische Gene unterdrücken. Und bei Morbus Crohn oder Crohn's Disease, Morbus Crohn sehen wir hier, TGF-Beta besetzt seinen Rezeptor, aber SMAD 7 hemmt diese ganze Geschichte, sodass diese Unterdrückung von diesen entzündlichen Genen nicht stattfinden kann. Aber mit diesem Antisense-Präparat wird das mRNA von SMAD7 unterdrückt, sodass diese Bremse aufgehoben wird
und dann die TGF-Beta-Signalisierung dann normal stattfinden kann. Das ist so die Vorstellung. Und was wir hier sehen, ist, dass hier sind Patienten mit Morbus Crohn, 42 in der Placebo-Gruppe, die alle haben die übliche Behandlung bekommen für Morbus Crohn. Und dann, wir sehen hier drei unterschiedliche Gruppen haben diese Antisens-Therapie mit Mongersen bekommen. Entweder 10 Milligramm, 40 Milligramm, 160 Milligramm. Und da dieses Krankheitsbild ja eine Darmerkrankung, hat man die Vorstellung, dass diese Antisens-Therapie wirkt direkt in der Darmwand. Und hier ist ein bisschen Information über Mongersen. Also es sind 21 Basen, Einzelstrang, Phosphorothioat, Oligonukleid. Das hybridisiert dann mit SMAD7-mRNA, sodass kein SMAD7-Protein produziert wird. Und die erfreuliche Botschaft in diesem Paper ist, die Patienten sind in einer dosisabhängigen Art und Weise erheblich besser geworden. Und die Daten sind eigentlich ziemlich eindrucksvoll. Ansprechrate von ungefähr 75%. Sie hatten dann Rezidive, Rezidive sind unterdrückt worden und sind unterschiedliche Skala hier, die ausgewertet werden, was die Aktivität von dieser Krankheit anbelangt. Und wir sehen hier eine dosisabhängige Wirkung von dieser Antisens-Therapie, um Morbus Crohn andere therapeutische Möglichkeiten dann solchen Patienten anbieten zu können. Also dies ist ziemlich eindrucksvoll. Und hier nochmal Mongersen, wie dies funktionieren soll. Wir wissen Transkription, Translation und dieses Antisens interferiert mit der Translation, sodass die Proteinbildung von SMAD7 nicht stattfinden kann. Und dies sind Antisens-Präparate in der zweiten Generation, das wird halt so benannt, mit diesem Phosphorothioat Rückgratstruktur für diese Antisens-Basen. Und ich betrachte dies als eine echte Gentherapie und bin davon sehr beeindruckt. Ich wollte Sie daran erinnern, dass vor etwa 6 Monaten haben wir ein anderes Antisens-Paper uns angeguckt im New England Journal, wo man Antisens angewendet hat, sodass Patienten Faktor 11 nicht produziert haben. Und das wurde durchgeführt bei Patienten, die Phlebothrombose hatten. Und man konnte mit dieser Antisens-Therapie zeigen, dass diese Patienten dann niedrigere Faktor 11-Spiegel hatten und von Thromboseereignisse über 3 Monate geschützt worden sind, was ich auch sehr eindrucksvoll finde. Also dies ist das zweite Antisens-Paper mit solchen eindrucksvollen Ergebnissen. Sie werden sich auch daran erinnern, Faktor 11-Mangel ist Hämophilie C. Also man hat diesen Patienten dann mit dieser Antisens-Therapie eigentlich eine künstliche Form von Hämophilie C gegeben. Nächste Paper im New England Journal geht es um Impfen von älteren Menschen gegen Pneumokokken. Und hier ist angewendet worden ein Impfstoff, das Wirksamkeit oder Antikörperbildung anbieten sollte gegen 13 unterschiedliche Stämme von Pneumokokken. Wir haben uns ja schon Papers angeguckt bei Anwendung von Pneumokokken-Impfstoff bei Kleinkindern. Und warum es bei älteren Menschen auch nicht helfen sollte, weiß ich nicht, aber man hat dies spezifisch untersucht. So sind 84.000 Leute so in meinem Alter, kann man hier sehen, randomisiert worden zu Impfstoff oder Placebo. Und ich finde dies ziemlich eindrucksvoll. Auftreten von Pneumokokkenpneumonie über 4 Jahre wurde 50% unterdrückt. Und was auch der Fall war, dass Auftreten von invasiven Pneumokokkeninfektionen 75% unterdrückt worden ist. So sieht es aus, dass erstens, wir sollten uns auch überlegen, ich hoffe, dass die Dialysepatienten alle Impfstoff kriegen gegen Pneumokokken und dass alle Leute mit Herzinsuffizienz und COPD Impfstoff geimpft werden gegen Pneumokokken. Aber es hat für die Allgemeinheit auch eine erhebliche Bedeutung,
Und hier sehen wir Ergebnisse bei älteren Menschen. Nächstes Thema im New England Journal hat zu tun mit zerebraler Malaria. Und dies findet überwiegend eigentlich nur bei Falciparum-Malaria statt und bei insbesondere bei Kleinkindern bei etwa 25%, 15-25% von diesen Kleinkindern kriegen zerebrale Malaria und die Mortalität von diesem Krankheitsbild ist auch ziemlich hoch. Wir sehen hier schon in diesen Hirnschnitten, was das Problem ist, und diese infizierten Erythrozyten führen zu Thrombenbildung und Hirnschwellung wird dadurch ausgelöst. Und dies ist eine Beobachtungsstudie, ist durchgeführt worden in Malawi. Und hier hat man Kinder untersucht mit zerebraler Malaria. Es gibt WHO-Kriterien, um die Diagnose zu stellen. Es geht nicht nur um Zeichen von Hirnschwellung, aber auch Untersuchung des Augenhintergrunds. Und können Sie selber nachlesen. Also das passiert bei 15-25% von kleinen Kindern, die mit Falciparum Malaria infiziert sind. Und hier sehen wir, diese Kinder sind mit Kernspintomographie untersucht worden. Hier sehen wir ein normales Gehirn von einem Kleinkind. Und hier würden wir auch erwarten, dass wir die Hirnventrikel hier sehen können, wo das Hirnwasser vorhanden ist. Und wir sehen hier einen bestimmten Spalt vor der Brücke, Präpontin. Und wir sehen hier auch im dritten Ventrikel diesen Spalt zwischen dem Cerebellum und dem Hirnstamm. Und so sollte das normale aussehen. Und dann bei zerebraler Malaria sehen wir hier Zeichen von Hirnschwellung. Und dann sind diese Arealen nicht mehr normal vorhanden. Das ist, was in dieser Studie untersucht worden ist. Und was wir hier sehen, ist, wenn dieses präpontine Areal unterdrückt, verkleinert wird durch Hirnschwellung, ist die Mortalität höher. Und das gilt auch für dieses Stück, das zwischen dem Cerebellum und dem Hirnstamm liegt. Und wenn Hirnvolumen erheblich vergrößert ist, ist die Mortalität auch höher, würde man ja auch alles erwarten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist die, dann haben die Kinder eine Form von zerebraler Malaria, von der sie sich erholen können. Entschuldigung. Und also das ist das Endergebnis von dieser Studie. Gibt uns ein bisschen mehr Informationen über zerebrale Malaria bei Kleinkindern. Übersicht im New England Journal hat mit fibrosierenden Erkrankungen zu tun. Und am bekanntesten für uns ist wahrscheinlich die Sklerodermie, wo im Prinzip alle Organe und insbesondere die Haut, aber alle Organe im Körper betroffen sind. Aber viele andere chronische Krankheitsbilder führen auch zu einer Fibrose. Idiopathische Lungenfibrose ist uns bekannt. Probleme mit dem Herzen, diastolische Dysfunktion hat auch damit zu tun, Leberzirrhose, alle chronischen Nierenerkrankungen sind fibrosierende Erkrankungen und führen zu Organversagen. Und wir wissen, dass wir haben eine initiale Organschädigung, dann Entzündungsreaktion, Immunantwort mit Makrophagen und T-Zellen, Freisetzung von Zytokinen, die dann andere Zellen dazu stimulieren, um Kollagen zu verablagern, dass die Kreuzverbindungen zwischen Kollagenfasern vermehrt werden und dass der Abbau von Kollagen nicht richtig stattfinden kann. Und die unterschiedlichen TGF-Beta haben wir ja schon besprochen mit seinen SMAD-Proteine. Aber es gibt auch andere Signalwege, die zu Fibrose führen können, über MAP-Kinasen und oder Integrin-Signalisierung, das auch mit Kinasen zu tun hat. Und das alles führt dann zu einer Erhöhung der Synthese von der extrazellulären Matrix. Und die Organe, die durch Fibrosierung insbesondere betroffen sind, haben wir ja schon auch erwähnt. Und die Notwendigkeit, um Matrix-Metalloproteinasen zu produzieren, um diese Sachen wieder abzubauen und so, dass die Organe wiederhergestellt werden können, findet hier auch nicht richtig statt.
Und dass diese Kreuzverbindungen zwischen Kollagenfasern nicht richtig auch abgebaut werden durch bestimmte Oxidasen, die dafür verantwortlich sind, ist mittlerweile auch bekannt. Dann die therapeutischen Maßnahmen, die man für fibrosierende Erkrankungen anwendet, Hemmung des Renin-Angiotensin-Systems oder Bosentan oder Interferon, haben wir auch mehrfach diskutiert. Bardoxolon, da hatte man die Hoffnung, dass Bardoxolon wirksam wäre bei fibrosierender Nierenerkrankung, was auch bei Diabetes stattfindet. Diese Leute sind dann mehr gehäuft an Herzversagen verstorben und diese Therapie wurde dann verlassen. Pirfenidon ist ein Präparat, da haben wir schon auch ein paar Papers angeguckt aus dem New England Journal. Das wird angewendet für idiopathische pulmonale Fibrose. Und das unterdrückt die Produktion von Prokollagen 1 und 2. Jetzt der Fall im New England Journal, es geht um ziemlich tragischer, aber nichtsdestotrotz interessanter Fall. Es ist ein 31-jähriger junger Mann, war sonst gesund, hat einen anspruchsvollen Job, ein kleines Kind, liebesvolles Verhältnis mit seiner Frau und dem Kind, und der wird dann über Monate wesensgestört. Und sein Verhalten ist auf einmal auffällig und er macht Sachen, die er sonst nie gemacht hätte, und macht Schulden über seine Kreditkarte und wird auf einmal böse und verhält sich sozial in unangebrachten Art und Weisen und fängt an, auf, in seinem Arbeitsniveau auffällig zu sein. Und alle Signale weisen auf einem neurologischen Abbau bei diesem Patienten. Und seine Frau schleppt ihn dann zu unterschiedlichen Ärzten, insgesamt 8 Stück, bevor eine Diagnose von progressiven neurologischen Erkrankungen mit Demenz festgestellt worden ist. Und wir sehen hier über die Zeit, wie seine Hirnuntersuchungen aussahen. Und was wir hier sehen, ist eine dramatische Hirnatrophie. Und was auffällig ist, hier die Temporallappen sind involviert und gerade das frontale Teil des Gehirns hier ist auch atrophisch geworden. Und das in einem Alter von 31. Also dies ist nicht Morbus Alzheimer. Und das wird dann diskutiert, und was die Differentialdiagnose sein könnte. Und wir sehen von der Bildgebung, wir haben es hier zu tun mit einer frontotemporalen Hirndegeneration. Und also es geht um Formen von Hirndegeneration und Demenz in einem jungen Erwachsenenalter in dieser Diskussion. Also Tesak, Niemann-Pick und Gauchers kommen nicht in Frage, das sind ja Krankheiten aus der Kindheit. Und diese unterschiedlichen Formen von Leukodystrophie, die mit enzymatischen Gendefekten zu tun haben, kommen hier auch eigentlich nicht in Frage. Und was könnte es sein? Nun, dieses Krankheit beschrieben worden von Arnold Pick, er war ein deutscher Neurologe, der arbeitete in Prag 1892, und dieses Morbus Pick, das ist eine frontotemporale Hirndegeneration. Bei diesem Patienten hat man festgestellt, dass er hat einen genetischen Defekt in dem MAPT-Gen, und das MAPT-Gen kodiert für das Tau-Protein. Und das Tau-Protein hat auch ist auch auffällig bei Patienten mit Morbus Alzheimer und ist auch auffällig bei Patienten mit Morbus Parkinson. Und dann stirbt der arme Mensch, und wir sehen hier seine pathologischen Befunde, die mit Tics-Degeneration einhergehen. Und hier ist der Auslöser diese Mutation in dem MAPT-Gen, was für das Tau-Protein kodiert. Also darum ging es da hier. Hier ist ein bisschen mehr Informationen aus dem Internet über Morbus Pick, diese frontotemporale Form der Demenz. Und ein bisschen mehr Informationen auch über das Tau-Protein, das auch bei Morbus Alzheimer eine Rolle spielt. Dann aus dem Lancet
ist das große Thema Hepatitis C-Virus. Und ich will Sie daran erinnern, Hepatitis C-Virus ist ein positiver Strang RNA-Virus. Und die Krankheit wird übertragen überwiegend durch Bluttransfusionen oder Blutprodukte und kann zur chronischen Leberentzündung und Leberzirrhose führen, führt auch zu Cryoglobulinämie und systemisches Krankheitsbild, das auch mit membranoproliferative Gen und Ähnlichem einhergeht, haben wir schon häufig diskutiert. Und wir sehen hier, dieses RNA von diesem Virus führt zu der Bildung von unterschiedlichen Proteine, die dann zusammengehackt werden, um bestimmte Aufgaben, entweder die Kapsel zu bilden oder andere Aufgaben durchzuführen für das Virus, RNA-Polymerase zum Beispiel. Und die spezifischen Behandlungen sind jetzt zielgerichtet gegen diese unterschiedlichen Proteine, die hier abgebildet sind. Und die erste Behandlung, die wirksam war gegen Hepatitis C-Virus, eingeführt 1990, ist das Interferon. Und dann das Interferon kombiniert mit Ribavirin, das im Prinzip funktioniert als ein Nucleosid-Inhibitor. Dann pegyliertes Interferon. Diese Mäuse sind manchmal lästig. Entschuldigung. Das pegylierte Interferon und dann kombiniert mit Ribavirin und dann andere Protease-Inhibitoren und dann letztendlich zu was heute angeboten werden kann, eine komplett interferonfreie Therapie und, durch eine Kombination von unterschiedlichen Mitteln. Und ich bin leider zu alt, um diese Sachen alle auswendig zu lernen, aber wir haben es zu tun mit einer ganzen Reihe von neuen Produkten gerichtet gegen Proteine von Hepatitis C-Virus. Eigentlich ein bisschen vergleichbar wie die Entwicklung zur Behandlung von HIV-Therapie. Und das sind eine ganze Reihe von unterschiedlichen Sachen, die jetzt eingeführt worden sind, die unterschiedliche, überwiegend NS5B und NS5A-Inhibitoren und Proteasen-Inhibitoren und anderes. Und es geht um vier unterschiedliche Arbeiten im Lancet, die alle mit Hepatitis C, neue Hepatitis C-Therapien zu tun hat. Und die Endpunkte in diesen Studien ist eigentlich Verschwinden des Virus durch PCR-Untersuchung, sodass diese Virusteilchen nicht mehr auffindbar sind. Und hier in der ersten Studie sehen wir, zwei Kohorten von Patienten sind behandelt worden, die Hepatitis C-Virus haben mit Zirrhose. Und die Präparate hier, Ratoprevir und Elbasvir mit oder ohne Ribavirin. Und hier sind die Patienten und wie schwergradig die Zirrhose war. Und das erfreuliche Ergebnis ist, wir sehen hier, dass Verschwinden des Virus fand statt bei zwischen 90-100% von diesen Patienten. Und unterschiedliche Dosen und Kombinationen sind hier angegeben. Und in der nächsten Studie geht es um weitere, wieder mal Ratoprevir und Elbasvir. Und hier geht es um Patienten mit Hepatitis C, unterschiedlichen Genotypen. Ich hatte vergessen zu erwähnen, es gibt 6 Genotypen von Hepatitis C, das macht das auch komplizierter. Und da HIV-Patienten auch häufig gleichzeitig Hepatitis C-Virus haben, werden auch HIV-Patienten in diesen Studien mit eingeschlossen. Und hier sehen wir wieder das erfreuliche Endergebnis, dass zwischen 80-98% der Patienten dann Hepatitis C-Virus frei sind. Ob sie dann immer so bleiben werden, ist dahingestellt, aber ziemlich eindrucksvolle Ergebnisse in diesen Studien, um Hepatitis C-Virus auszurotten. Mit oder ohne Ribavirin. Und hier in dieser nächsten Studie sind Patienten eingeschlossen worden, alle mit Hepatitis C-Virus. Die hatten stabiles, die wurden auch gleichzeitig behandelt
für HIV-Virus. Natürlich ist die Vorstellung, dass vielleicht eine Behandlung mit der anderen Behandlung interferieren könnte. Und das war glücklicherweise nicht der Fall. Sind zu wenig Patienten hier eingeschlossen, weil die Leute hier, die gleichzeitig auch Zirrhose hatten, sieht so aus, als hätten die am schlechtesten abgeschnitten, aber immerhin 65% waren immer noch virusfrei. Aber da sind so wenig Patienten in dieser Gruppe, dass man das schlechter werden kann. Und diese ziemlich eindrucksvollen Ergebnisse weisen darauf hin, dass wir eine ziemlich gute Behandlung haben gegen Hepatitis C-Virus. Und da ist die Frage, wie lange sollte man diese Patienten behandeln? Und wenn es um ein Präparat geht, wie das Sofosbuvir, was 1000 Euro pro Tablette kostet, dann wäre es natürlich ganz nett, wenn diese Sachen vielleicht innerhalb 2 Wochen Hepatitis C-Virus ausrotten würden, anstatt nach 8 Wochen. Wäre dann erheblich billiger. Und Ähnliches ist auch getestet worden. In dieser Studie sind Patienten entweder 8 Wochen oder 6 Wochen behandelt mit Sofosbuvir. Und was wir hier sehen, und das ist auch ein zweites Präparat, ist ein Proteasehemmer, hier angewendet worden. Und was wir hier sehen, ist in dieser Gruppe waren die Virusteilchen nach 14 Tagen nicht mehr da. Und das schlimmste Ergebnis war, dass sie innerhalb etwas über 3 Wochen nicht mehr da waren. Und es sieht so aus, als könnte man diese Behandlung dann so gestalten, dass die Leute nicht für 8 Wochen oder 12 Wochen behandelt werden müssen. Und wenn das Zeug 1000 Euro pro Tablette kostet, dann spielt das natürlich eine erhebliche Rolle. Und das letzte Thema in Lancet geht es um Tür zu Ballonzeit. Und das ist die Abkürzung, das finde ich wirklich toll. D2B. Door to Balloon. Tür zu Ballonzeit. Und es geht um Patienten, die kommen in die Notaufnahme mit einem ST-Streckenhebungsinfarkt. Und wie lange dauert es, bis die Ärzte und das Pflegepersonal diese Patienten diagnostiziert haben, ins Herzkatheterlabor geschickt haben, dass der Kardiologe da den Draht schon über die Läsion hat und den Ballon aufpustet. Und was bekannt ist, ist, dass in den letzten 10 Jahren ist die Tür zu Ballonzeit von etwa 90 Minuten auf 60 Minuten gesenkt worden. Das ist erfreulich. Und man guckt ins amerikanische Internet und Krankenhäuser werben damit, dass ihre Tür zu Ballonzeit, D2B, unter einer Stunde ist. Und das wäre dann eine gute Tür zu Ballonzeit. Aber das Problem ist, dass das Ergebnis, das Überleben, hat sich nicht verbessert, obwohl die Tür zur Ballonzeit von 80 auf 60 Minuten gesenkt ist. Und wie ist das zu erklären? Und in dieser großen Auswertung hat man die Hypothese getestet, dass die Patienten in 2010 nicht die gleichen sind wie in 2005. Dass sie vielleicht kränker sind. Und wenn wir uns die Verläufe sehen, diese Dreiecke sind die 2005 Patienten und wir sehen hier eine sehr gute Korrelation zwischen Tür und Ballonzeit und Endergebnis. Und in 2010 sehen wir auch so ein Verhältnis, ein lineares Verhältnis, das sind diese Kügelchen hier. Aber wenn man das alles bewertet, sieht man hier keinen signifikanten Unterschied. Und es könnte ja sein, dass die Leute in 2010 älter und kränker sind, als die Leute es waren in 2005 mit ST-Streckenhebungsinfarkt. Und hier sind eine ganze Reihe von Variablen, Alter, Geschlecht, Hypertension, ja oder nein, Diabetes, Raucher, Dyslipidämie und so weiter und so fort. Und wir sehen hier Unterschiede, die sind klinisch nicht so eindrucksvoll, aber sie sind da. Aber sie sind höchst statistisch signifikant in diesen Variablen. Und so dass man argumentieren kann, in der Tat, die Leute in 2010 sind ein bisschen kränker als die in 2005. Und wenn man das einfach so horizontal vergleicht, sieht man nicht die Bedeutung von Tür zu Ballonzeit. Aber wenn man die Patienten Jahr pro Jahr auswertet, dann sieht man in der Tat eine ziemlich gute Korrelation zwischen Endergebnis und Tür zu Ballonzeit. So wollen wir, hier ist ein ST-Streckenhebungsinfarkt, hier sind die ST-Streckenhebungen, hier ist das gute Personal schon rasch unterwegs, um die Tür zu hier sehen wir auch Houston Northwest Medical Center is proud to report. Door to balloon time, 63 Minuten. Also umso kürzer die Tür zu Ballonzeit,
umso besseres Ergebnis zu erwarten. Dann Übersicht in Lancet, es geht um Typhoid Fever und die Übersetzung ins Deutsche ist Typhus. Und Typhoid Fever oder Typhus ist eine bakterielle Magen-Darm-Erkrankung, ausgelöst von Salmonella typhi und mittlerweile auch ein paar andere Stämme von Salmonellen. Und das war früher, Typhus war ein tödliches Problem. Und es ist immer noch ziemlich weit verbreitet in der Welt und diese armen Leute hier in Indien und Ägypten, die haben Typhus, das sind ESBL-resistente Typhi, die ziemlich schwer auszurotten sind. Müsste man eigentlich auf das gute Chloramphenicol zurückgreifen können. Die paar Patienten, die ich mit Typhus gesehen habe, waren weniger schön als diese junge Dame. Aber was wir hier sehen, Typhus macht Ulcera im Dünndarm und im Dickdarm. Und diese Ulcera, wenn nicht behandelt, neigen zu Perforation und das führt zu Peritonitis und Tod. Und das andere, die Klinik von Typhus ist auch gekennzeichnet durch einen Ausschlag. Roseolen auf der Brust eines Typhus erkrankten Patienten. Und das Problem hier ist, dass diese bakterielle Salmonellenerkrankung ist klinisch schwer abzugrenzen von Black Fever, was im englischen Sprachraum Typhus genannt wird. Also da sind hier Sprachunterschiede. Typhus ist im Deutschen Salmonellenerkrankung und Typhus im Englischen ist Black Fever. Und Black Fever, die Black Fever, müsste man eigentlich sagen, sind Rickettsien-Erkrankungen. Rocky Mountain Black Fever ist auch eine ähnliche Erkrankung. Und viele Rickettsien werden verbreitet durch Läuse. Und Rocky Mountain Black Fever ist eine Ausnahme, das wird durch eine Zecke verbreitet. Also das dazu. Jetzt, der Patient im Lancet ist ein 37-jähriger Mann, hat eigentlich keine Beschwerden, aber der hat komische Finger. Und ich habe genau gewusst, was das ist. Der hat Brachydactylie. Eine sehr interessante Form von Brachydactylie, nämlich die ersten drei Finger sind eigentlich okay, die Metakarpalien sind in Ordnung, aber die Metakarpalien 4 und 5 sind erheblich verkleinert. Und er hat auch eine Neigung zu Zapfenepiphysen, die hier auch angedeutet werden. Und wenn diese Patienten eine Faust machen, dann sieht man diese Knöchel, aber diese Knöchel sieht man nicht, weil diese Metakarpalien verkleinert sind. Und diese Form von Brachydactylie geht einher mit Pseudohypoparathyroidismus, das von Fuller Albright vor 80 Jahren beschrieben worden ist. Und die Patienten, die Fuller Albright beschrieben hat, haben Fehler in der Signalisierung von Parathormonen. Und die haben hohe Phosphatspiegel und niedrige Kalziumspiegel. Das waren die Sachen, die Fuller Albright messen konnte. Heutzutage können wir PTH messen und diese Leute mit Pseudohypoparathyroidismus haben hohe PTH-Spiegel, weil das PTH nicht signalisieren kann. Dann gibt es Leute, die haben die komischen Knochen, aber deren Parathormonspiegel sind normal. Und das nennt man Pseudohypoparathyroidismus. Und darum geht es. Und diese Krankheit wird ausgelöst durch Signalisierung durch ein kleines G-Protein, das heißt G1-Alpha. Und G1-Alpha wird kodiert durch GNAS. Und das GNAS-Gen ist eigentlich ein Komplex. Und was wir hier sehen, ist normalerweise sehen wir hier ist der Parathormonrezeptor, das ist ein G-Protein gekoppelter Rezeptor. Und wenn Parathormon vorhanden ist, dann flutscht dieses GDP von GNAS-Alpha ab und wird ersetzt mit GTP. Und wenn das passiert, dann wird die Adenylatzyklase stimuliert und zyklisches AMP wird produziert und dann die ganzen Abläufe, die bei Parathormonen bekannt sind, können dann funktionieren. Aber wenn G1-Alpha mutiert ist, dann funktioniert dies schlecht. Jetzt, wie kann es sein, dass wir eine Mutation haben im GNAS, aber der Parathormonrezeptor funktioniert trotzdem?
Und das hat zu tun mit Imprinting oder genomische Prägung. Und genomische Prägung bedeutet, dass wenn das Gen von der Mutter vererbt wird, sind die Phänotypen in den Kindern anders, als wenn das Gen vom Vater vererbt wird. Und wie genomische Prägung funktioniert, habe ich hier gezeigt, müssen Sie selber nachlesen. Muss ganz offen sagen, ich verstehe es auch nicht ganz, oder ich verstehe es wahrscheinlich auch überhaupt nicht, aber man sollte von genomischer Prägung was wissen, nämlich bei diesen GNAS-Problemen, wenn das Gen von Fagi kommt, dann hat man Pseudo-Hypoparathyroidismus, und wenn das Gen von Mutti kommt, dann hat man Pseudo-Hypoparathyroidismus und der Parathormonrezeptor funktioniert nicht richtig. Jetzt, genau wie die kurzen Fingern funktionieren in dieser Krankheit, habe ich noch nicht nachgelesen, aber ich sollte das wahrscheinlich tun. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir am Ende und ich freue mich sehr, dass Sie daran teilgenommen haben. Und in der nächsten Woche bin ich im Flieger. So machen wir in 2 Wochen weiter und ich mache dann einen Doppelpack, aber das Datenverzeichnis werde ich ins Netz stellen, getrennt für nächste Woche und übernächste Woche, wie üblich. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.